Willkommen zurück zu Bayonetta 3. Beim letzten Mal haben wir uns durch die Stadt geritten. Unser Drache ist tot. Da hinten spielt die Musik, wo wir schon das Tor zur Hölle aufgemacht haben. Und hier sind wir runter, weil wir da eine Stimme gehört haben, glaube ich. Hallo? Eure Stimme habe ich gehört, ja? Na, hoffen wir mal, dass ihr hier nicht mehr verreckt als eh schon. Mal schauen, kann ich hier irgendwas erkennen? Da hinten ist irgendwie so ein Würfelwürfel. So ein Würfel, der aus Würfeln besteht. So ein Minecraft-Ding halt. Oh, was haben wir hier? Eins Karte. Meine Karte. Oh, Vers 11. Haben wir 10 schon wieder übersprungen? Hatten wir 10 mal letztes Mal noch? Ich glaube, es war 9. Bin mir aber nicht sicher. So. Es war ein bisschen knapp, aber es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ich mag, wenn Dinge funktionieren. Bin ich irgendwie Fan von, ich weiß auch nicht. Okay. Das war's, der hat tot. Bisschen Schaden haben wir gekriegt, aber kriegen dafür immer noch Gold, das ist gut. Was ist das Rote? Ach, das ist hier so einer von den Edelsteinen, ne? Diesmal die Krähe. Wenn man letztes Mal den Frosch. Nein. Not picking up. Also das mit X, das wird doch nichts. Wo ist er jetzt hin? Ist er weg? Könnte sein, ne? Muss ich Krähen auch noch erwischen? Ist er da? Hm. Wie plötzlich der Alter weg ist, ne? Keine Ahnung, wie ich die erwischen soll. Nee, wirklich nicht. Ein Rätsel. Zeit anhalten kann ich auch nur, wenn ich perfekt ausweiche und so. Hm. Und da muss ich jetzt ja gerade nicht perfekt ausweichen. So, ich habe beim Fallen hier gesehen, hier ist irgendwo Robert hier. Nehme ich mal mit. So, dich hier ganz kurz kaputt machen. Ist für einen guten Zweck. Okay. Eine Truhe mit einem Lolli. Hallo, ihr Bauern. Ihr werdet sterben. Spoiler. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ja. Folterangriffe. Betäube Gegner mit Angriffen deiner Höllendämonen. Oh, zerbrich ihre Rüstung, um die Chance auf einen Folterangriff zu halten. Drücke bei Aufforderung X und A, um ein maßgeschneidertes Folterinstrument zu herbeizuzaubern und Gegner Zusatzschaden zuzufügen. Oh, okay. Bin mir nicht sicher, aber ich habe es wohl richtig gemacht. Manchmal bin ich mir halt nicht sicher bei dem, was ich hier tue. Also eigentlich so wie immer. Ja, hat sich nichts geändert. Alter, spring doch nicht immer weg. Ich glaube, es ist kaputt. Madame Butterfly ist draufgetreten. Geht doch. Oh, Platin sogar. Wow, weil ich keinen Schaden gekriegt habe und weil es auch schnell ging. Der Wahnsinn. Bin ich jetzt da? Ich glaube nein. Kurachniere.
Spinnen. Kuriere von Arachnisnetz. Einen zwielichtigen und äußerst exklusiven Lieferdienst, der ein großes Angebot an mehr oder weniger legalen Waren anbietet. Falls du ihnen während eines Botengangs begegnen solltest, greif sie an und schnapp dir die Ware. Okay. Da. Okay. Kräfte der Umbra freischalten. Auf der Registerkarte Techniken im Untermenü kannst du die maximale Lebens- und Zauberkraft erhöhen. Und besondere Talente freischalten. Lebens- und Zauberkraft erhöhen, nutze Hexenherzen, um deine maximale Lebenskraft zu erhöhen und setze Mondperlen ein, um deine maximale Zauberkraft zu steigern. Während du die Gegend erkundest, kannst du in Truhen und von anderen Quellen Spezial-Items finden. Um neue Techniken freizuschalten, benötigst du Dämonenblut, das du dir im Kampf verdienen kannst. Jede Technik erfordert eine bestimmte Menge davon. Dämonenblut erhältst du, indem du lange Kombos ausführst oder die Rüstung des Gegners mit Angriffen deines Höllendämons durchbrichst. Okay. Habe ich denn davon schon was? Kann er erstmal nur das Hexenherz machen. Mehr Leben ist mehr Leben. So. Will ich doch nochmal gucken. Nicht hier. Da. Da ist hier nur das Archiv mit Itemkatalog und Höllendämon, tralala. Quasi unser Bestiarium. Erinnerungsechos. Könnte ich jetzt alles durchlesen. Mache ich aber tatsächlich nicht. So, und das sind einfach nur meine Items. Okay. Generell, wir haben auch unsere tolle neue Keule hier noch gar nicht ausprobiert, ne? Muss man ja mal machen. Guten Tag. Man sieht es gar nicht, weil die Keule so groß ist. Hallo? Panus. Ja, bestimmt eine Panne. Okay, der macht eine Panne. Okay. Teilt es sich auch noch auf. Why don't I try a more attentive approach? Ja, aus 1 mal 2, ja? Okay. Mist. Ja, mit einem Schlag hier erstmal ordentlich abziehen. So sind Keulen. Und jetzt auch noch, ne? Mal dann Butterfly hier auch nicht raushole, dann kann das ja vielleicht noch was werden. Ich glaube fast, die Keule ist für die zwar ganz cool vom Schaden her, aber letztendlich zu langsam. Scheiße. Sehr schön, komm, gleich bin ich tot. Oh. Ja, mehr als ausweichen kann ich auch nicht. So, nehme ich jetzt mal an, Lutscher. Bei wegen ist so. Jo, jo, jo. Ja, wie viele wollt ihr noch sein? Okay. Ich glaube, ich habe es irgendwie knapp geschafft. Gibt das noch eine Medaille? Silber. Ach du Scheiße.
Gehen wir jetzt rüber in Jans Dinger aus einer anderen Multiversums-Ding oder. Mal gucken. Gehen wir rüber. Ins nächste Level. Das wird super. Bestimmt. Geld regiert die Welten. Wird Zeit, sich ums Geschäft zu kümmern. Zeiten wie diese bringen immer ordentlich viel Knete ein. Drücke in der Kapitelauswahl Minus, um ins Tor der Hölle einzukaufen. Okay. Menü und Einstellung. Ja, okay. Ab sofort kannst du in der Galerie Bilder betrachten und Musik anhören. Deine Sammlung lässt sich erweitern, indem du im Spiel Spezialitems findest. Okay. So, ich soll jetzt hier rüber. Stadt in Flammen. Ja, okay, gut, mach mal. Das wird schon. So, hier auch nochmal die Quali aussetzen, aber die ist halt schon echt langsam. John! Eine Bajonette mit rosa Haar? Sie hat eine Spinne beschworen. Die gegen die Dante gekämpft hat. Ach nee. Hoi. Kasse Spinnen. Phantasma Ranae. Oder Raneae. Spinne. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So, und jetzt mit einer Spinne im Gepäck kann ich jetzt. Immer wieder begegnest du Höllendämonen, die mit den Bayonettas aus anderen Welten einen Pakt geschlossen haben. Diese Dämonen handeln im eigenen Sinne, leihen dich jedoch ihre Kräfte, falls ihr euch derselben Sache verschrieben habt. Diese Form der Unterstützung ist kein echter Pakt. Dämonen können gesteuert werden, aber nicht vom zugewiesenen Feld entfernt werden. Okay, das heißt, es ist standardmäßig da. Okay. So. Kann ich hier einen Wandläufer machen und sowas? Okay. Unleash it. Okay. Gibt auch kleine Spinnen, ja? Ein Hubschraubschraub. Und ein Fliegedinger. Ich hasse Fliegedinger. Lacunosus. Ich habe da ein ganz bisschen. Schon Vers 2, weißt du? Ober Vers 1. Irgendein Secret-Raum oder sowas, die man entdecken kann für irgendein Bonus-Ding.
So meist so. So, eines weg. Der auch. Fehlt nur der letzte hier. Na komm. War nicht so. Anders. Boah, jetzt hat er mich auch noch gefangen genommen. Ich glaub, zack. Wo kommst du denn her? Ach du Scheiße. Ich habe eine Spinne im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie hat kleine Spinne losgelassen. Da ist ihr Schussangriff quasi. Okay, ich glaube, es ist tot. Und der auch. Arbeit ist verbracht. Ja, Schaden hätte weniger sein können, aber man kann auch nicht alles haben, ne? So. I can take the heat, but that's a bit much. That water tank looks useful. I think I'll be getting close though. Dann kannst du vielleicht mit ihm hier da hoch. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Aber ich kann hier meine Magie auffrischen. Ach, da hätte ich wahrscheinlich an der Einstelle mit entweder dem Drachen oder auch mit Madame Butterfly auch was machen können. Um dann was anderes Tolles zu erreichen. Ich weiß ja auch nicht. Weißt du, als wir auf der Insel waren und so. Wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Ein großer leerer Bereich sieht nach Bosskampf aus. Oder zumindest Kampf allgemein. Oh, ich bin noch ausgewichen. Leider nicht im richtigen Zeitpunkt. So wie jetzt. Okay. Ja. Na komm. Nicht so. Lernst du auch noch. Oder halt auch nicht. Der hat auch einfach immer eine perfekte Pose, ne? Egal wann hier Standbild eintrifft, sie ist immer perfekt dargestellt. Immer. Total fotogen, das Mädel. Stell mir auch immer, ne, so ein Crossover zwischen Bayonetta und Devil May Cry immer sehr lustig vor. Beides sehr ähnliche Charaktere, immer cool, immer lässig. Könnte interessant werden. Ah, das sind so Fantasien, die man halt manchmal. Let's get down to business. Wie auch, ne? Hier so möchte ich ein Crossover zwischen Tomb Raider und Uncharted. Ja, auch so. Es gibt so ein paar Dinge, die passen aber wie Faust aufs Auge, meines Erachtens. Ja, so. Kann ich mir nicht leisten. Kann hier die Farbe ändern. Ich kaufe mal ein. Ach, kann ich hier gar nicht. Kostet Heiligenscheine jede Menge. Was ist denn das da oben? Wolkenkratzerstatue. Achso, für Violas Zimmer, was wir halt noch nicht wissen. Hexenpause. Gespeichert. Okay. Sonst irgendwas? Komm, ich habe noch einen grünen Lutscher ausgegeben. Ich hole mir einen neuen grünen Lutscher. Ganz einfach. Dann gehe ich wieder. So,
Und wie das dann von uns weitergeht, gucken wir uns dann an in der nächsten Folge von Bayonetta 3. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.